im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund ist der Angeklagte Sergej W. zu 14 Jahren Haft wegen versuchten Mordes in 28 Fällen verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter blieb damit unterhalb des Antrags der Staatsanwaltschaft, die lebenslängliche Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte am Dortmunder Landgericht auf eine Haftstrafe von deutlich unter 10 Jahren plädiert. Sergej W. hatte am 11. April 2017 drei Sprengsätze neben dem fahrenden BVB-Bus gezündet. Der damalige Dortmunder Marc Bartra erlitt bei dem Anschlag einen Armbruch sowie Fremdkörpereinsprengungen, ein begleitender Polizist ein Knalltrauma. Der Angeklagte hatte im Prozess die Tat zugegeben, aber jegliche Tötungsabsicht bestritten.